Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Rift. In der letzten Folge sind wir ja hier in Steinkrone angekommen und haben von dem traurigen Schicksal der Bewohner erfahren. Die meisten sind ja von dem ewigen Hof ermordet worden. Die scheinen hier auch noch überall ihr Unwesen zu treiben. Da haben wir auch schon angefangen, gegen diese Söldner und diese Hexer zu kämpfen. Und hier seht ihr ja überall diese Leichenhaufen von diesen armen Bewohnern, die es eben hier nicht mehr rechtzeitig rausgeschafft haben. Und da haben wir eine Quest erhalten, dass wir das Glockenspiel über diesen Leichenhaufen spielen sollen, damit ihre Seelen in den Himmel übergehen können. 5 Häufchen sollten wir da aufsuchen und die Glocke läuten. Bei 4 habe ich das jetzt schon ohne euch getan, damit das nicht so lange dauert. Das Gebiet hattet ihr ja schon in der letzten Folge gesehen, aber das letzte machen wir jetzt hier gemeinsam. Ja, die armen Menschen. Dann machen wir uns mal auf den Weg wieder zurück zu Sir Craig Armex, heißt der Gute. Wo müssen wir da entlang? Eigentlich einfach nur die Straße entlang. Das dürfte selbst ich mit meinem schlechten Orientierungssinn hinbekommen. Weitere Quests haben wir jetzt momentan nicht für dieses Gebiet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt noch neue erhalten werden. Aber vielleicht werden wir da schon weitergeschickt, nicht mehr nach Steinkrone, sondern weiter. Schauen wir mal, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Na, mein dicker Hai. Willkommen zurück. Ah, gut euch zu sehen. Ich bin nur froh, dass ihr das Seelenglockenspiel benutzen und den Opfern von Steinkrone Frieden geben konntet. Für das, was der ewige Hof getan hat, gibt es keine Vergebung. Hoffentlich wurden damit auch seine Vorhaben in dieser Region vereitelt oder wenigstens zurückgeworfen. Das hoffe ich auch. Esmeralda. Esmeralda. Okay. Armee der Toten. Trotz unseres Erfolgs in Steinkrone befürchtet Helen Terrellis, dass unser Werk noch nicht vollbracht ist. Tatsächlich ist sie mit einer ernsten Warnung zu mir gekommen. Mit einer schrecklichen Sache, die... Ich habe Angst, dass meine Streitkräfte hier dieser Bedrohung nicht gewachsen sind. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr selbst mit ihr sprecht. Okay. Sprecht mit Helen Terrellis über eine gefährliche Bedrohung in der Dämonensteige. Das, was geht hier vor, habe ich schon vorgelesen. Bietet ihr Hilfe an? In der Dämonensteige spürte ich eine dunkle Präsenz. Es musste Angtral sein, der vom ewigen Hof gesandte Leichenfürst, der die Operation der Kultisten beaufsichtigt. Wenn ihr euch Hoffnungen macht, ihn zu besiegen, müsst ihr euch zuerst sein Phylakterium holen. Benutzt dann dieses Relikt, Tafrils Testament, um den Untoten mit heiligem Feuer zu läutern. Oh, das hört sich ja gefährlich an. Benutzt Tafrils Testament, um die hirnlosen Zombies in der Dämonensteige auszulöschen. In diesem Amulett brennt eine Spektralflamme, die in der Gegenwart Untoter stärker aufzuleuchten scheint. Okay, ich mache hier gerade mal den Chat aus. Das muss man nicht unbedingt mitlesen. Oh, das ist ja ganz da hinten. Haben wir davor keine Quests mehr? Das würde mich aber verwundern. Aber jetzt hier direkt am Purpurbach scheinen wir wirklich keine Quests mehr zu haben. Gerade mal Inventar anschauen. Wow, sieht noch gut aus. Okay, dann machen wir uns einfach mal auf den Weg. Wo gehen wir da am besten lang? Hier. Ach, ich glaube, das ist weiter oben, kann das sein? Ach, ich habe es ja schon die letzten Folgen erwähnt, hier die... Scharlachrote Schlucht ist wirklich nicht mein Lieblingsquestgebiet. Ich habe mich da auch damals mit meinem Hauptcharakter schon immer verfranst. Ich habe ja sowieso so einen schlechten Orientierungssinn dann hier mit den ganzen Ebenen.
Das ist nicht so meins, aber ich denke, dass wir hier richtig sind. Da ist so ein ewiger Knecht, den lassen wir aber mal in Ruhe. Oh nee, doch nicht. Da ist nämlich eine Massaker-Quest. Die möchte ich natürlich mitnehmen. Oh, aber so viele Gegner, schaut mal. Den hier brauchen wir, ewigen Nekromant. Massaker, Verluste melden. Sind da oben vielleicht noch mehr? Entdeckt die Dämonentreppe. Ach, die brauchen wir auch. Massaker, die Läuterung. Okay, gut. Sind das die hier oben auch? Nee, das sind wieder andere. Dann gehe ich hier mal vorsichtig runter. Ich will die ja nicht alle auf einmal polen. Dann schnappen wir uns hier erstmal die Massaker-Quests. Minenarbeiter, wie viel brauchen wir denn von denen? 8 Stück, also jetzt noch 7. Und 4 Klingmeister des ewigen Hofes und 3 ewigen Bogenschützen. Oh, und noch eine Quest. Moment, Moment. Entlastung. Der ewige Hof ist nur wegen einer Sache hier. Quellstein. Ja, das haben wir letzte Folge schon erfahren. Die Verwandlung der Bewohner von Steinkrone in untote Sklaven war nur ein Mittel zum Zweck. Es liegt nun an euch, dafür zu sorgen, dass die Kultisten wieder mit leeren Händen verschwinden. Hm, von mir aus müssen die gar nicht verschwinden. Wir können die auch einfach umbringen. Das hätten sie verdient, die Mörder. Sammelt Quellsteinscherben in der Dämonensteige. Man findet sie in den beladenen Loren und bei den Skelettminenarbeitern. 12 Stück. Gut, gut. Hm. Die brauchen wir ja auch. Ich glaube, die letzte Folge hatten wir ja auch schon Nacht. Sieht zwar sehr, sehr schön hier aus in der Nacht, finde ich. So diese lila Farben und Blautöne finde ich sehr, sehr schön. Aber ich hoffe doch, dass wir hier in der Zeit, während wir hier in der scharlachroten Schlucht questen, auch irgendwann mal Tag haben, damit ihr das auch mal gesehen habt. Weil da sind die Farben nämlich auch recht schön. So, den da unten brauchen wir noch, den hier. Oh, mein Restalan kämpft dann noch mit so einem ewigen Knecht. Aber vielleicht schafft er den auch ausnahmsweise mal alleine. Angenommen. Moment. Ah, hier, Verluste melden. Besiegen ewige Vetteln 5 Stück und ewige Nekromanten 5 Stück. Ach, da sind diese Minenarbeiter. Brauchen wir ja auch. Wahnsinn, da brauchen wir jetzt wieder fast alle Mobs. Aber ist mir lieber so. Was mich manchmal bei Quests nervt, jetzt nicht in Rift speziell, sondern allgemein in meinen Rollenspielen, ist es ja, wenn viele Mobs in einem Gebiet sind, am besten noch auf engem Raum, und dann braucht man noch nicht mal die Hälfte der Mobs, die da rumkreuchen und fleuchen. Das finde ich dann immer nervig. Da ist es mir schon lieber, dass man wirklich jeden Mob in dem Gebiet braucht, dass die auch ihren Sinn erfüllen, ihren Zweck. Von daher möchte ich mich da mal nicht beschweren. Kommen wir da wieder hoch? Ja, gut. Den möchte ich noch plündern. Und dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Ich hoffe, dass das auch der richtige Weg ist zu diesem Boss. Wir haben ja diese eine Quest erhalten, Armee der Toten. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Doch, das müsste hier sein. Brauchen wir euch? Den brauchen wir, den Nekromanten. Ach, diese Knechte. Die haben hier keine Funktion. Das sind die einzigen Mobs, wo hier wirklich nur Nerven. Na, das hast du gehört, was? Regulus herrscht über das Land, hat der Nekromant gesagt. Na, da ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen, mein Freund. Das werden wir nicht zulassen. So. Na? Wen haben wir hier? Ewigen Bogenschützen. Von denen brauchen wir auch 3 Stück. Dann werden wir den mal nicht hier verschonen. Ja, wir lassen das mal mit dem Plündern. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da nochmal wieder dann raufkommen. Was
Wertvolles wird er mit Sicherheit nicht haben. Oder denke ich mir jetzt einfach mal. Den brauchen wir auch. Das ist ein Klingenmeister. Oh, das sieht ja auch schön hier aus. Mit den Windmühlen da im Hintergrund. Muss ich mir gleich mal genauer ansehen. Was hat er gesagt? Um Regulus Willen? Hat er ja viel gebracht, dich Regulus anzuschließen, nicht wahr? Belebte Leiche. Ja, das ist einer von den armen Bewohnern von Steinkrone bestimmt. Die müssen jetzt hier als Leiche noch für die ekelhaften Leute von Regulus schuften. Aber ich fürchte, da können wir nichts mehr gegen tun. Außer die hier zu vertreiben. Das war noch ein Bogenschütze. Ah, da ist so eine beladene Lore. Die kann man ja nicht übersehen. Sehr schön. Jetzt haben uns gleich zwei angegriffen von diesen Minenarbeitern. Aber egal, wir brauchen ja ohnehin beide. Ja, ich wurde von euch noch gefragt, welche Stufe mein Hauptcharakter ist. Mein Hauptcharakter ist aktuell Stufe 57. Ich queste mit meiner großen Event zurzeit in Serratos, heißt das Gebiet, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe jetzt schon wieder eine Zeit lang nicht dort gespielt. Ich könnte eigentlich von der Stufe her schon in anderen Gebieten sein, aber ihr wisst ja, ich lese auf Private mal alles und mache jede Quest. Deswegen bin ich da noch nicht so weit. Serratos heißt das Gebiet, ja. Das ist auch optisch ein sehr düsteres Gebiet, aber auch sehr, sehr schön gemacht, von den Farben her besonders. Da liegen zwar immer sehr viele Knochen rum und sind sehr viele teilweise furchterregende Monster. Aber ich denke so durch dieses Lila-Blau, das mag ich ja sehr, und dieses Düstere gefällt mir dieses Gebiet optisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch die Geschichte hat mir bisher gut gefallen. Da kämpft man ja gegen die Fleischformer. Aber soweit bin ich da auch noch nicht in der Geschichte fortgeschritten, dass ich da viel drüber berichten könnte. Aber wir werden ja mit Sicherheit auch irgendwann im Let's Play dahin kommen. Allerdings wird das noch sehr, sehr lange dauern. Wie gesagt, meine große Event ist Stufe 57. Aber ich glaube, da in diesem Gebiet Serratos kann man schon mit 52, 53 hin. Ich bin mir gerade unsicher. Oh. Für welche Stufe dieses Gebiet eigentlich gedacht ist. Aber so um den Dreh rum wird es schon stimmen vom Level her. So. Wir kommen eigentlich ganz gut voran. Jetzt habe ich da vorne noch was gesehen. Ich glaube, da mache ich hier aber erst noch die Minenarbeiter platt. Diese kleinen Fässchen da scheinen eine Quest zu vergeben. Ist auch lustig. Bin ich mal gespannt, was die Fässchen von uns wollen. So. Das nehmen wir auch noch mit. Übles Gebräu. Die Feiglinge des ewigen Hofs haben die Menschen in Steinkrone mit einem Giftgas ermordet, als die armen Leute schliefen. Boah, Feiglinge. Ah ja, hatten wir ja auch vorgelesen. Es sieht so aus, als hätten sie dieses widerliche Zeug in riesigen Tanks hier oben auf der Dämonensteige gebraut. Mit diesem Vorrat an Sprengstoff könnten diese Tanks in die Luft gejagt werden. Benutzt einfache Sprengsätze, um die Maschinen zu zerstören, die das Gift des ewigen Hofs auf der Dämonensteige herstellen. Platziert einfache Sprengsätze in der Nähe der Gifttanks dreimal. Gut, machen wir natürlich. Ach, den haben wir schon. Ist das ein Gifttank hier? Ich denke mal. Ja, sieht gut aus. Da drüben sieht es auch giftig aus, aber ich glaube, das ist kein Gifttank. Oh Mann, jetzt bin ich hier ein bisschen überfordert. Hier sind jetzt so viele Mobs, die wir dann doch nicht mehr brauchen und schon fertig haben und so weiter und so fort. Das gesamte Gebiet ist ja mittlerweile markiert. Hier sollte doch auch irgendwo der Obermacker sein. Ich glaube, der ist in dieser Höhle drin oder was das da ist. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Da ist ein ewiger Ritter. Auf die Karte schauen.
Ach Mensch, ich bin mir unsicher. Sollen wir da jetzt schon reingehen? Am Schluss aktualisiert sich hier eine Quest und wir werden hier dann später nochmal reingeschickt. Das ist ja immer so eine Sache. Ewigen Knecht, die brauchen wir ja überhaupt nicht. Wen haben wir denn hier noch? Ein Nekromant. Minenarbeiter. Kümmern wir uns erstmal hier um den Nekromanten noch. Dass wir wenigstens mal eine Quest fertig haben hier. Dass ich mal wieder besser auf der Karte erkennen kann, wo wir überhaupt hin müssen. Ein Bogenschütze würde mir auch noch für die andere Quest fehlen. So. Und der nächste Nekromant. Ist das ein... Ja, das ist ein Bogenschütze. So gefällt mir das. Jetzt hier bloß nicht runterfallen. Euch Auserwählte holt der Tod. Mhm. Die sind hier ganz schön überheblich. Idioten. Den ewigen Hof habe ich ja wirklich gefressen. Wobei ich die Anhänger von Flammenmaul fast noch grausamer finde. Die verbrennen ja ihre Opfer immer so auf grausame Art und Weise. Und ich bin jemand, also ein Mensch, ich habe Angst vor viel Wasser. Also vor Meer. Also wenn ich drinne schwimmen würde. Zum Beispiel, jetzt tue ich mal so ein Szenario stricken. Ich bin im Flugzeug, das Flugzeug stürzt ab. Und ich überlebe das zufällig, bin im Meer und würde dann da rumpaddeln, am besten noch verletzt. Und dann würden da irgendwelche Haie um mich rumschwimmen. So ein Szenario ungefähr. Also das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich, würde ich mir das vorstellen. Und verbrennen. Das sind so zwei Todesarten, sage ich mal, wo ich echt immer wieder Gänsehaut bekomme, wo ich keinem wünschen würde. Ja, und eben diese Anhänger von Flammenmaul sind eben solche, ja, Monster, die ihre Opfer verbrennen bei lebendigem Leib oftmals. Und das finde ich ja auch in meinen Rollenspielen immer sehr, sehr grausam, wenn ich das mitbekomme. Ja. Massaker, die Läuterung. Ich weiß, es scheint grausam, die untoten Diener des ewigen Hofs zu vernichten, denn sie waren einmal unschuldige Opfer. Doch glaubt mir, eine größere Gnade hätte man ihnen nicht erweisen können. Ja, doch, das glaube ich. Hatten wir nicht auch noch eine andere Quest fertig gemacht? Ah nein, hier fehlen uns noch Vetteln und hier noch Quellscheiben. Egal, wir gehen jetzt hier trotzdem mal rein. Vielleicht sind hier drinnen auch noch Vetteln. Klingenmeister, ja, da ist nämlich eine. Oh, da liegt jemand. Aber ich glaube, wir sind hier falsch für diese Testament-Quest. Besiegt ewigen Vetteln, sammelt Quellstein. Ob ich das hier mal benutzen sollte? Muss auch hirnlose Zombies... Ich konnte es nicht ganz lesen, aber hier sind keine hirnlosen Zombies. Deswegen denke ich, dass wir hier falsch sind. Da gehe ich gleich nochmal raus, wenn ich die Vettel erledigt habe. Wer liegt denn hier? Das sind wieder so arme Bewohner von Steinkrone wahrscheinlich, die da geopfert wurden. Ewiger Klingenmeister. Hier werden wir bestimmt später nochmal reingeschickt. Ist so ein komischer, flüchernder Altar. Der Bann wird zerschmettert. Was für ein Bann? Nicht, dass ich jetzt wieder verflucht werde, wie damals in der... Oh, die ist aber lustig zusammengefallen. Wie damals im Dämmerwald, wo ich von auch so einer Vettel in einen Werwolf verwandelt wurde. Daran könnt ihr euch bestimmt noch gut erinnern. Ich glaube, die Folge habe ich genannt Werwolf wider Willen. Jetzt sind die hier alle wieder da. Oh, wie nervig. Da drüben ist noch eine von den Vetteln. Da fehlen uns jetzt noch zwei. Und den Tank können wir da, glaube ich, auch wieder in die Luft jagen. Quellstein noch drei. Oh.
Ja, über mangelnde Arbeit können wir uns wirklich wieder nicht beschweren. Aber kann man sich eigentlich nie bei Rift. Aber auch wenn man bei Rift oftmals viele Mobs braucht, um die Quests zu beenden, finde ich es hier doch recht angenehm gemacht, dass man hier nicht so dermaßen von Quests erschlagen wird wie in manchen anderen Spielen. Ich habe jetzt vor Rift zum Beispiel Ion aufgenommen. Ich liebe das Spiel ja auch total, Ion. Aber da ist es wirklich so, dass man teilweise, wenn man in ein neues Gebiet kommt, so von den Quests erschlagen wird, dass man wirklich nicht mehr weiß, was man als nächstes tun soll, weil das ganze Questlook schon überquillt. Ich glaube, diese Aufnahme von Ion geht auch 46 Minuten, wo ich wirklich nur Quests annehme und ich habe noch nicht mal alle dann angenommen gehabt. Ich habe dann ja sozusagen die Folge pausiert und werde dann in der nächsten Ion-Folge da weiter die Quests annehmen in dem neuen Gebiet. Also das ist schon teilweise Wahnsinn. Ich meine, ich liebe das, in meinen Spielen zu questen, das ist ja klar. Wenn mir das keinen Spaß machen würde, würde ich keine Rollenspiele spielen. Aber wenn es zu viel wird, ist es auch nicht so praktisch manchmal. Verluste melden. Ohne die Möglichkeit, weitere Untote zu sammeln, kann der ewige Hof endlich besiegt werden. Es ist wesentlich einfacher, gegen einen Feind zu kämpfen, der auch tot bleibt. Okay, kann ich da schon wieder den Gifttank in die Luft jagen? Ja, wunderbar. Dann haben wir die Quest nämlich auch fertig. Hoffentlich erstickt der ewige Hof am Rauch seiner eigenen Zerstörung. Ja. Gerne, gerne. Es fehlt uns noch der Quellstein. Ich denke, da werde ich mir da hinten das schnappen. Ah, Vorrat an Sprengstoff leuchtet da auch noch. Komisch, brauchen wir doch gar nicht mehr. So, Restalan kann sich mal um die kümmern. Oder um den. Dann fange ich schon mal hier hinten an. Und dann hoffe ich wirklich, wenn wir hier diese kleinen Quests haben, dass ich dann besser auf der Karte erkennen kann, wo wir diesen Boss finden. Am Schluss bin ich hier doch falsch. Ich sehe es kommen. Sprengstoff brauche ich nicht mehr. Ich frage mich, warum der noch leuchtet. Vielleicht doch nochmal mitnehmen? Nö, könnte ich gar nicht. Oh, ein anderer Spieler. Ach, ist das nicht Seeless Schurke? Der hatte mir doch auch den Brief geschrieben und das Geschenk gemacht. Da hatte ich mich, glaube ich, in der letzten Folge bedankt. Ist das jetzt ein Zufall? Also, wenn du das hier siehst, kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben oder eine Nachricht hier in Rift, ob das jetzt Zufall ist, dass ich dich ja auch in dem Gebiet gesehen habe. Das wäre aber ein krasser Zufall. Oder ob du gesehen hast, dass ich gerade hier queste. Ich glaube, wir haben uns ja auch in der Freundesliste, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Na gut, freut mich auf jeden Fall. Da drüben leuchtet es auch. Ah, das ist ein Artefakt. Ich muss mal auf die Karte schauen. Ja, jetzt ist das hier alles viel eindeutiger. Wir müssen in diese Richtung. Am liebsten würde ich jetzt einfach auf meinen Hai steigen und durchreiten bei den ganzen Mobs. Schurke, falls du mich angeschrieben hast und ich nicht reagiert habe. Du siehst ja, wenn du die Folge siehst, ich habe hier immer das auf Kampf stehen, weil ich den öffentlichen Channel hier nicht unbedingt zeigen möchte. Falls du mich angeschrieben hast, habe ich das nicht gesehen. Das ist generell in meinen Spielen immer so. Ich sage ja immer, ihr könnt mich gerne überall adden. Aber es ist halt oftmals so, dass ich nur für die Aufnahmen in den Spielen online bin oder wenn ich irgendwas vorbereite. Und dann bin ich eben meistens hier völlig in der Geschichte drinne, lese Quests, gucke, dass ich nicht gerade das ganze Lager pulle, was ich eben gerade eben doch getan habe. Und da ist es dann ganz gut möglich, dass ich das überlese, wenn er mich anschreibt. Das ist dann keine Arroganz oder sonst irgendwas Desinteresse, sondern ich sehe das dann einfach nicht.
aber über YouTube oder über Ingame-Nachrichten, egal in welchem Spiel, könnt ihr mich eigentlich immer erreichen. Es kann natürlich sein, dass einige Zeit dann ins Land geht, bis ich das dann sehe, bis ich eben wieder in diesem entsprechenden Spiel online bin. Aber lesen tue ich früher oder später alles. Hier ist ein hirnloser Zombie. Untersucht das. Ah, Moment. Ah, jetzt greifen die mich ja doch an. Okay. Ich dachte, die wären dadurch jetzt irgendwie so ein bisschen betäubt, dass ich mir das da hinten ansehen kann. Aber anscheinend muss man sich trotzdem durchkämpfen. Ich hoffe, das wartet da hinten auf mich. So, der noch hier vorne. Mein Hauptcharakter hier in Lyft heißt übrigens auch Yvain, aber meine richtige Schreibweise. Hier habe ich ja nur einen Ersatznamen gewählt mit 2 N. Und mein Hauptcharakter heißt auch Yvain mit einem N, ganz normal, wie bei meinem YouTube-Kanal und meinen anderen Spielen. Okay, wir haben es untersucht und jetzt holt euch das finstere Phylakterium in der Dämonensteige. Wird eingesammelt. Das finstere Phylakterium des Anktralatus pulsiert in einem unheilvollen Licht, entsetzlich und schön zugleich. Traut ihr euch, es zu berühren? Ja. Das Ende der Ewigen. Das finstere Phylakterium von Leichenfürst Anktraltus, was für ein Name, ist zum Greifen nahe. Ihr müsst es nur noch auf seinen Altar in der Dämonensteige zerschmettern und dann den Leichenfürst selbst vernichten. Oh je, ich merke schon, ich habe heute zu viel vorgelesen. Okay, ihr habt Angis finsteres Phylakterium entdeckt. Zerschmettert es auf dem Altar des Leichenfürsten in der Dämonensteige. Dann gelingt es euch vielleicht, Leichenfürst Angi für immer zu vernichten. Okay. Okay, ich denke, das ist dann das in der Höhle bei der Vettel, wo wir vorhin kurz drin waren. Ach, falsch. Könnte sein. Ich versuche jetzt mal hier durchzureiten, oder? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ach, die sind alle wieder da, oder? Ja. Keiner sieht mich. Hier sollte ich kämpfen. Alles andere wäre hier reiner Selbstmord. Mist, jetzt kommt da noch so ein Knecht. Und noch irgendwas schießt da auf mich drauf. Hilfe! Ah, diese Vettel auch noch. Ich habe das Gefühl, die machen gut Schaden hier mit ihrem Zauber. Mag ja halt. Was soll man da erwarten? Ah, da bin ich schon froh, wenn wir hier aus dem Gebiet draußen sind. Plündern möchte ich die aber schon noch. Okay. So, dann geht's weiter. Ich versuche hier am äußeren Rand entlang zu laufen, dass dann nicht die Knechte dann noch wieder kommen, die da rechts arbeiten. Oder die Minenarbeiter. Ja, das wird sein. Laut Karte sieht das gut aus. Aber ich würde doch ganz gerne noch in dieser Folge hier dieses Gebiet abschließen. Auch wenn das hier wahrscheinlich dann auch wieder eine längere Folge wird. Ihr wisst ja mittlerweile sicherlich, dass ich gerne in meinen Rollenspiel-Let's Plays gerne längere Folgen mache. Einmal, weil ich finde, dass man so besser die Geschichten erzählen kann und besser voranschreiten kann in der Geschichte. Und dann passt es auch einfach besser in meinen Alltag, längere Folgen zu machen. Ich weiß, die meisten Zuschauer mögen lieber kürzere Folgen und dafür häufiger in der Woche. Aber das ist bei mir einfach nicht gut machbar. Das hatte ich am Anfang in meinem Kanal gehabt, aber das hat sich bei mir nicht bewährt. Okay, ich habe es zerstört und jetzt besiegen. Leichenfürst. Und wo ist der?
cool aus. Dann habe ich es gehabt. Der Leichenfürst mit dem unaussprechlichen Namen. Ihr könnt mich töten, was nicht sterben kann. Was macht er? Regulus wird eure Seele verzehren. Auch euch wird der Tod ereilen. Als Bett. Wirklich sehr gut. Ihr habt Andraltus besiegt, aber zu spät. Wir haben schon alle Quellsteine für das Ritual. Schon bald wird Regulus Telara heimsuchen. Das hört sich nicht gut an. Alsbeth haben wir ja schon häufiger kennengelernt. Diese nicht sehr freundliche Dame, die sich auf die Seite von Regulus geschlagen hat. Soweit ich geschichtlich in Rift informiert bin, war Alsbeth nämlich eigentlich mal ein nettes, schüchternes Mädchen, hat sich dann aber für die falsche Seite entschieden. Okay, aber wir scheinen jetzt hier in dem Gebiet fertig zu sein. Dann würde ich mich eigentlich ganz gerne zurückteleportieren. Das sieht auch immer so klasse aus. Ich liebe es. Sehr, sehr schön. Wäre ich jetzt alleine hier, würde ich einen Screenshot machen, aber... Jetzt im Let's Play ist das natürlich nichts. Oh. Um den beschädigten Band zu reparieren, der Regulus in Schach hält, müssen Harmonie und Ordnung in Talara wiederhergestellt werden. Ich glaube, das hatte ich schon mal vorgelesen, diesen Ladetext. Diesen Text auf dem Ladebildschirm. Ja, ich mache in meinen Weisheit und Spielen Leben. Ja immer unglaublich viele Bilder. Die lade ich auch alle hoch Lebt auf meinem wohl. Facebook-Account. Der Quellstein, der... schon weg. Aber ihr könnt ja die Stopptaste drücken. Ja, die ganzen Bilder lade ich auch alle auf meinem Facebook-Account hoch. Den Link dazu findet ihr auch auf meinem Kanal in der Kanalinfo unten drin, falls euch das interessiert. Da sind auch viele Bilder von Rift dabei. Aber momentan vor allen Dingen von Sims 4, muss ich sagen. Da habe ich so viele Bilder schon gemacht. Aber egal, wir machen jetzt hier mal weiter. Entlastung. Ihr habt die Quellsteinscherben, zu deren Abbau die armen toten Seelen von Steinkrone gezwungen wurden. Es ist schwer zu glauben, dass so viele für einen einfachen Haufen Steine sterben mussten. Das Ende der Ewigen. Also Leichenfürst Angtrat. Also ich habe echt Probleme mit dem Namen, ist seinem Schicksal begegnet. Vielleicht ist es ja zu spät, um die Bürger von Steinkrone zu retten, aber wenigstens konnten wir sie rächen. Lassen wir dies den Feinden Telaras eine Lehre sein. Niemand entgeht dem Urteil der Vigilie. Ja. Oh, das ist sogar besser als Fionas Kette. Muss ich später dran denken, es anzuziehen. Ist es vorbei? Dank euch ist der ewige Hof auf der Flucht, Ivain. Doch nun stehen wir einem neuen Feind gegenüber. In der Granitstaubschlucht wurden Agenten der Skeptiker gesichtet. Oho. Also unsere gegnerische Fraktion. Ich habe Sergeant Olo bereits vorausgeschickt, um dieser Sache nachzugehen. Er könnte eure Hilfe sicher gut gebrauchen. Sir Craig Armex hat euch gebeten, mit Sergeant Olo zu sprechen, der losgezogen ist, um ein Skeptikerlager in der Granitstaubschlucht südöstlich des Purpurbachs auszuspähen. Das hatte ich schon vorgelesen. Gute Reise. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier am Purpurbach fürs Erste fertig. Hier rüber müssen wir Granitstaubschlucht. Okay. Ich denke, dann werde ich bis zur nächsten Folge hier schon mal hinreiten, weil da kann, ja, das ist eigentlich der gleiche Weg hier nochmal, den wir eben schon zusammengeritten sind. Und dann da unten ist unser neuer Questpunkt, alles klar. Okay, dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Macht's gut!